Hallo und herzlich willkommen auf MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbaustein. Heute haben wir was Spezielles hier im Video. Und zwar haben wir den Konzertflügel von 2020, das Grand Piano. Das ist ein Lego Ideas-Set, die Nummer 31, um genau zu sein. Und das kam relativ schnell durch. Wir haben es relativ schnell gesehen vom Entwurf hin zum fertigen Produkt. Und es sieht auch gar nicht so anders aus. Also wenn ihr euch mal den Originalentwurf anschaut, werdet ihr feststellen, so viel hat Lego da nicht geändert. Aber das hier ist definitiv eins der massivsten Sets, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Das sind 3662 Teile. Ihr zahlt dafür knapp 350 Euro, ein bisschen weniger durch die Mehrwertsteuerermäßigung im Moment. Und das Teil ist richtig schwer. Ich habe es jetzt nicht gewogen, aber es wiegt sicherlich mehrere Kilos. Es ist riesig. Es ist ein schwarzes Monster hier. An der Unterseite hat es noch ein paar mehr Farben, gucken wir uns gleich an. Und man kann es messen natürlich und die Höhe kommt je nachdem, wie man hier den Deckel auf- oder zumacht. Jetzt werden mich sicherlich die Musikprofis unter euch schlachten. Wahrscheinlich heißt das Ding, hat es einen anderen Fachbegriff. Ich habe ja selbst eine gewisse Musikerkarriere hinter mir in der Schule und davon ist aber nicht viel übrig geblieben. Also der Deckel vom Flügel, ja, also wenn man den aufmacht, den kann man auf und zu machen und verschieden justieren, dann ist es ungefähr 50 cm Höhe. Wenn man den zumacht, dann sind es nur noch 23 cm Höhe und dann sind es ungefähr so 36 mal 31 cm, was ihr hier kriegt. Je nachdem, wo ihr das hinstellen wollt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn ihr habt hier so drei Füßchen, zwei vorne, einen hinten, wie bei einem echten Flügel. Und die müssen alle gut stehen. Die haben auch eine Rolle dran, das kann man realistisch bewegen, realistisch rumfahren. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man es so hinstellt, dass es genug Platz hat, am besten in jede Richtung. Weil dadurch, dass es Rollen hat und sich bewegen kann, kann es natürlich auch dann entsprechend abschmieren. Deswegen habe ich auch hier meine Zusatzplatte heute drin, damit ich es nicht aus Versehen runterschmeiße. Denn wenn ein Fuß schon abstürzt, ja, möchte ich nicht ausprobieren. Genau, also, mir ist es Gott sei Dank natürlich nicht abgestürzt während des Baus. Also, das ist ein Lego-Set. Und man kann jetzt tatsächlich sagen, ist der Designer Lego oder ist es der Originaldesigner? Ich würde eher sagen, es ist der Originaldesigner Donnie Chen. Und deswegen ist es jetzt gar nicht mehr so sehr dieses Lego-verwurschtelte Ideas-typische Set, was wir sonst oft kriegen und wo wir ein bisschen traurig sind, dass es nicht so aussieht, gerade von den Farben her, wie vorher. Das ist hier nicht so. Ich habe eine ganze Weile dafür gebraucht, etwas über 5 Stunden reine Nettobauzeit. Und die Anleitung möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist dieser massive Klopper hier. Ich habe diese Anleitung gewogen. Ich habe das schon mal gemacht bei einem anderen Set vorher und war da im Bereich 800 Gramm. Das wird hier nochmal getoppt. Das sind 560 Seiten. Das sind 970 Gramm Papier. Wahnsinn. Also, ich persönlich finde so eine Anleitung grenzwertig. Ich weiß, die Star Wars Fans unter euch werden mich belächeln. Star Wars hat noch viel massivere Ringbücher und meine eigenen Anleitungen zu meinen eigenen Mocs sind ja auch nicht leicht. Aber, also, das hätte nicht sein müssen. Ja, es ist eine gute Anleitung, ohne Probleme, aber das ist zum Teil so kleinschrittig, natürlich entsprechend der Zielgruppe, dass man hier auf so ein Riesenbuch kommt. Das hätte man vielleicht auch auf mehrere Bücher aufteilen können. Gut, macht jetzt nicht so viel Sinn, weil wir haben nicht Bauabschnitte, die man unabhängig voneinander bauen kann. Aber also, das ist schon ganz schön viel für eine Anleitung und wenn die eben so dick ist, dann ist dann im Bund dann auch manchmal so, dass dann kleine Details verschwinden, die man dann nicht sieht, wo man es entsprechend dann draufdrücken muss, damit man alles sieht und dann wälzt sich das Papier. Also ist es ein bisschen grenzwertig, finde ich so, von dem, was diese Art von Anleitung kann. Okay, ansonsten funktioniert es. Was ihr noch baut, außer dem Flügel, ist hier diesen Stuhl, diesen Hocker. Ich sage das deswegen, weil das ist nicht irgendein Stuhl, der ist tatsächlich ziemlich cool, der kann ein bisschen was. Von daher ist es auch ein lohnendes Element dieses Sets. Also, was ist das hier? Das ist ein Deko-Objekt. Das ist ja natürlich völlig klar. Das sieht man nicht sofort, dass das Lego ist. Nur wenn es aufgeklappt ist und man hier diesen coolen Retro-Schriftzug sieht. Das ist wohl offensichtlich der erste Lego-Schriftzug, den es gab. Also das erste Lego-Logo. Dann kommt man drauf, dass das Lego ist. Ansonsten, wenn man es nicht kennt, das Set, dann stellt man sich das irgendwo hin. Lässt sich bewundern dafür und lässt dann irgendwann die Katze aus dem Sack, dass es Lego ist. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie die NES, die ich euch gerade erst vorgestellt habe in dem anderen Video. Die Super Nintendo NES, die ja auch völlig anders als erwartet war. Haptisch ein Traum, ist das hier ähnlich. Also das ist tatsächlich ein Miniaturklavier und es setzt sich auch im Innenraum fort. Und nicht nur die Optik bei dem Set ist interessant, auch das Bauen. Also das Bauen ist vor allem das Highlight hier. Kommen wir gleich dazu. Also Bautechniken haben wir jede Menge unterschiedliche. Wir haben aber auch natürlich auch jede Menge Altbekanntes, was sich wiederholt.
Hier ist es tatsächlich so, wir haben ganz viel Schwarz, deswegen sieht man wahrscheinlich auch im Video die Kontraste nicht ganz so gut. Und innen drin ist es relativ viel Tan und Dark Tan verbaut, also eigentlich gar keine Schwachsinnsfarben. Und wir haben an den Stellen, wo es bunt wird, tatsächlich da, es wurde mit Köpfchen gearbeitet. Denn tatsächlich für den gelegentlichen Lego-Bauer, der das hier einfach mal baut, weil er das Set cool findet und weil er vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, macht es Sinn mit dem Bunten, was drin ist. Also überhaupt keine Kritik. Klar, hier sehe ich gerade bei mir, guckt ein blauer Technikpin raus. Müsste nicht sein, aber ansonsten hat man sich hier wirklich zurückgehalten und gerade auch die Farben, die man sieht, wenn man reinguckt von oben, wenn es geöffnet ist, die sind sehr überschaubar. Also, es gibt trotzdem ein paar wenige seltenere Teile. Wir haben hier jede Menge von diesen, jetzt hole ich mal eins von den Ersatzteilen, da gibt es nämlich zwei, von diesen Schläuchen in Pearl Gold. Wird es scharf? Ja, genau. Davon sind einige drin in verschiedenen Längen. Dann haben wir einen Powered-Up-Hub drin, tatsächlich, also eine Batteriebox. Eigentlich ist es nur eine Batteriebox. Lego lässt sich das ja fürstlich bezahlen als Einzelteil, aber die ist hier drin. Und wir haben einen Bewegungssensor und einen mittleren Linearmotor. So, das brauchen wir, damit wir das Ding hier spielen lassen können, denn es ist ein selbstspielendes Klavier. Da gibt es ein bisschen ein Problem mit dieser technischen Umsetzung. Dazu komme ich aber gleich auch noch. Ansonsten sind hier viele Standardteile drin. Und so das Highlight ist sicherlich hier diese Klaviertastatur und mit der Mechanik, die da drin steckt, was man da baut. Das ist hier richtig cool. Also, was kann dieses Set? Dieses Set kann mal Flügel, also Konzertflügel. Man hat hier die Möglichkeit, den Deckel aufzuklappen. Wir klappen ihn gerade mal zu, dann seht ihr das. Ach ja, genau, hier ist nochmal so ein, ja, so ein Lead-Sheet-Halter, also Song-Sheet-Halter, wie auch immer, mit diesem Song Playday, der ist offensichtlich von dem, der das Set designt hat. Der hat den selber geschrieben. Und das ist eine von den wenigen bedruckten Tiles hier. Es gibt keine Aufkleber. Sehr, sehr gut. Das trägt zum Stil bei. Vielleicht hat ja der Originaldesigner da auch irgendwie ein bisschen interveniert. Man kann dieses Teil auf- und zuklappen. Genau, jetzt ist es zu. Man kann natürlich hier vorne die Klaviatur zuklappen. Dann ist es ein geschlossener Flügel. Man kann ihn ein bisschen aufmachen. Das macht man ja je nach akustischen Bedürfnissen. Kann man da das einstellen, kann nur hier aufklappen, kann dann hier den Lead Sheet, wie auch immer, also auf jeden Fall den Papierhalter hier hochklappen und kann dann hier den Song aufgebockt reinstellen. Das ist sehr realistisch, das ist sehr schön. Oder man variiert schlicht hier die Höhe. Viel variieren geht nicht, also von so bis so, also Minimalvariation geht hier. Man könnte natürlich auch hier diese Stange ein bisschen noch länger machen, dann geht das noch ein bisschen weiter auf. Muss aber aufpassen, dass man hier nicht auf die andere Seite überkippt, weil die Gelenke, die halten das sicher nicht aus und dann habt ihr vermutlich den ein oder anderen beschädigten Legostein. So, was kann Set noch? Ihr könnt diesen Stuhl, diesen Hocker hier hochkurbeln. Das ist sehr, sehr cool gelöst. Ich zeige euch den mal näher. So, wird er scharf? Ja, so. Also ihr könnt ihn hochkurbeln, da ist eine tolle Technik drin mit Lego-Technik. Hoch und runter kurbeln. Das geht natürlich auf beiden Seiten. So, hier drin seht ihr das, wie das gelöst ist mit so einer Schnecke und einem kleinen Zahnrad. Ganz einfach, aber absolut cool. Die Bautechnik kann man sich merken, wenn man irgendwas bauen möchte, um irgendwie so eine Hebebühne oder sowas, was man hochkurbeln möchte. Ist das eine super Idee. Und das Teil hier oben ist quasi verkehrt rum. Also die Sitzfläche ist verkehrt rum gebaut. Deswegen habt ihr auch hier diese Gleiterbausteine drauf. Also das ist einfach gedreht, deswegen kann man die von oben drauf klipsen. Funktioniert aber ganz ohne Probleme, einwandfrei. Und obwohl das so kleine, scheinbar instabile Beinchen hier hat, steht es sehr gut. So, also Hocker. Ich habe euch die Sachen gezeigt, die man aufmachen kann. Wir gehen einmal um den Flügel drumherum. Gucken dann auch gleich nochmal rein. Also man sieht vermutlich nicht viel außer viel Schwarz, weil einfach das Ding komplett verkleidet ist. Das sind im Übrigen coole Techniken und coole Teile, wie das hier verkleidet ist, gerade in den runden Bereichen. Das ist sehr geschlossen. Es gibt nahezu keine Lücken oder Ritzen. Es gibt nur eine Öffnung hier, und zwar ist das hier. Das kann man aufmachen. Muss man auch aufmachen können, denn da drin seht ihr den Powered-Up-Hub, den man braucht, damit der Motor gekoppelt werden kann, beziehungsweise der Bewegungssensor, dass das nachher dann funktioniert. Und eins vorweg. Ihr braucht die App. Ohne App ist das Ganze fast unmöglich zu simulieren. Es gibt einen anderen Weg, diesen Hub auch noch anzusteuern. Das werde ich euch zeigen. Das ist bloß reichlich schwachsinnig, wenn man quasi diesen
Stil des Klavierspielens hier simulieren möchte, weil man da eben nur eine Full-Speed-Geschwindigkeit des Motors nutzen kann. Das ist mit der Fernbedienung, ist ja kein Geheimnis. Wir klappen das gerade nochmal zu, um nochmal oben reinzugucken. So, ich werde dafür mal hier die beweglichen Teile einklappen, beziehungsweise mal einmal hier den Deckel abnehmen, denn der ist hier schön eingeklipst mit ein paar wenig Technikpins. Den legen wir mal auf die Seite, nehmen hier das Klavierstück raus und gucken einmal rein in das gute Stück. Und da seht ihr auch, wie das aussieht. Also sehr, sehr cool. Viel Pearl Gold, Tan, ein bisschen Rot. Wenn man ein paar von euch schon mal in den Konzertflügel reingeschaut haben, dann werdet ihr wissen, dass da ein bisschen Samt verbaut ist, beziehungsweise Polstermaterial. Und das sieht man hier. Also das ist keine Schwachsinnsfarbe, dieses Rot, sondern das ist tatsächlich realistische Flügeltechnik, wie man die hier simuliert oder quasi nachgebaut zu sehen ist. So, dann interessant auch hier, wir haben hier unten ein Dämpfungspedal, also der Flügel hat drei Pedale, wie ein richtiger Flügel auch. Und eins dieser Pedale funktioniert tatsächlich und dann seht ihr hier diese, ja, die fallen jetzt leider nicht mehr zurück aus der Perspektive. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass ihr das seht. So, ich sehe nämlich gerade, dass einer der Füße schon ein bisschen rausgerutscht ist. Ich kippe das mal hier, ich versuche das mal hier ein bisschen zu kippen. So, hier seht ihr diese Dämpfer, die gehen dann hoch und runter. Wenn man unten auf dieses Pedal drückt, gehen die Dämpfer hoch und runter. Das ist ein Gimmick. Es zeigt, wie die Klaviermechanik funktioniert. Es hat keinerlei Einfluss auf die Funktion bzw. den Ton, der, wenn er rauskommt, über Smartphone kommt. Denn macht euch keine Illusionen, dieses Teil hier macht keine Geräusche, es hat keinen Lautsprecher. Wenn ihr was hören wollt, müsst ihr die Lego Powered Up App verwenden. So, also hier nochmal von vorne. Ihr hört es, da gehen die Dämpfer hoch und runter. Ich kann es vielleicht mal noch ein bisschen kippen. Dann seht ihr es vielleicht von hier. Ich hoffe, mir rauscht es jetzt nicht ab. So. Ja, das funktioniert jetzt nicht mehr wirklich, weil einfach da kein Platz ist. Also, es ist eine Spielerei und es ist jetzt nicht so mega aufwendig, das zu bauen. Man steckt da das gleiche Teil 17 Mal zusammen und dann hat man das. So. Jetzt ist das interessanteste Feature natürlich diese Klaviermechanik, die ihr hier baut. So, wir wollen gleich mal einen Blick reinwerfen, denn man kann tatsächlich, auch wenn man schon aufgebaut hat, das sich angucken und auch rausnehmen, diese Klaviatur. Also man kann einmal hier diesen Deckel ganz leicht rausnehmen, der steckt nur auf zwei so kurzen Achsen. Nimmt dann hier unten zwei kleine Achsen raus. Ja, das sind einfach so kleine Achsen mit so einem Technikteil da. Ich bin nicht so ein Experte, wenn es um Technikteile geht. Ich baue nicht so viel Technik. Und dann könnt ihr die ganze, da müsst ihr hier vorne noch den Rahmen rausnehmen. Und dann könnt ihr hier die ganze Klaviatur rausnehmen. So, ich mache das mal, nehme sie raus und schiebe den Flügel ein bisschen zur Seite. Und dann gucken wir uns das erste Highlight an. Das ist nämlich diese Klaviatur. So. Dann drückt ihr die Tasten und die Tasten, die schieben diese Hämmerchen hoch. Und das ist wie im richtigen Klavier. Damit werden dann die Saiten von unten angeschlagen. Und das zu bauen, das wird hier in mehreren Modulen gebaut, ist allerdings immer das gleiche. Also ihr baut quasi hier, ich weiß, ich habe die Tasten nicht gezählt, aber ihr baut hier quasi immer das gleiche. Das sind knapp zwei Oktaven. Und das ist auch bis auf die schwarzen Tasten, ist es, also die weißen und die schwarzen Tasten sind sehr, sehr ähnlich, natürlich sehr, oder fast gleich. Und diese geschlossene Optik hier vorne ist natürlich klasse. Die Mechanik hier hinten ist auch weitgehend klasse. Das Ding hat nur ein Problem. Das ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Ich zeige euch das nochmal von hinten. So, gerade diese ganzen 1x16er Bricks in Tan, die hier verbaut sind, das ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Und das Problem besteht darin, dass nachher diese Mechanik, die das Ganze antreibt, nicht sehr schnell läuft. Und der Motor entsprechend dann auf Widerstand stößt durch die ganze Reibung, die hier im System ist. Also einmal ist eine Reibung, ist eine Verlustreibung, wenn der Motor die Querachse antreibt. Dann habt ihr die Reibung, wenn hier dagegen gedrückt wird. Ich zeige euch gleich wie. Dann sind die Tasten da beieinander, die erzeugen hier vorne Reibung, bleiben zum Teil hier vorne hängen. Also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr, sehr bedingt. Ja, die Idee ist gut. Und wenn man das normal aufbaut, wie jedes normale andere Lego-Set, kann es sein, man macht es an und es funktioniert gar nichts. Man hört nur den Motor quasi blockieren. Das ist mir nämlich passiert. Und dann musste ich das Ganze ein bisschen dehnen, ein bisschen auseinanderziehen, weil ich schon vermutet habe, dass es daran liegt.
weil es nämlich mit der Fernsteuerung und Full Speed ohne Probleme gelaufen ist. Das geht übrigens nur in eine Richtung. Man kann ja mit der Fernsteuerung in beide Richtungen machen. Geht nur in eine Richtung. Und für mich führt das so ein bisschen diese Idee des spielenden Klaviers ad absurdum. Aber ich zeige euch das gleich. Auf jeden Fall ist diese Klaviatur hier cool, vor allem wie es gebaut ist, wie das hier gelagert ist. Diese Lagerung, das ist ganz, ganz lustig. Das sind hier so Eistüten im Prinzip, auf denen das hier verkehrt rum gelagert ist, diese Taste. Also das zu bauen hat schon was. Es wird dann irgendwann mal bei der, weiß nicht, 16., 17. Taste dann ein bisschen langweiliger, aber ist halt eine Fleißarbeit und man macht's. Ja. Also es sind extrem viele Einzelteile, auch aus denen das hier besteht, gerade diese Hämmerchen, ganz, ganz filigrane Konstruktionen. So, jetzt lassen wir mal die Tastatur kurz draußen und gucken uns mal an, wie das Ganze innen angetrieben wird. So, da drin seht ihr eine Achse. Die dreht sich auch gleich, wenn ich das Ganze mal anmache. Und diese Achse hat ganz viele bunte, so 1x2 Technik-Elemente. Die sind quasi auf dieser Achse wie auf einem Schaschlikspieß aufgefädelt. Und da drin seht ihr weiß, ihr seht rot, ihr seht blaue. Und diese Farben sind tatsächlich deswegen sinnvoll, weil alle weißen in eine Richtung gehen, alle blauen, alle roten. Gelbe sind, glaube ich, nicht dabei. Also weiß, rot und blau gehen in jeweils die gleiche Richtung und das erleichtert es tatsächlich beim Bau. So, jetzt möchte ich aber nicht mehr lange warten, sondern möchte euch mal zeigen, wie das funktionieren kann. Und zwar mit der Variante 1. Das ist hier einfach so eine Fernbedienung, die habe ich hier aus dem Personenzug. Man sieht es an der gelben Teil hier oben, habe ich das rausgenommen. Und wir wollen uns mal angucken, wie sozusagen ohne App man dieses Klavier in Betrieb nehmen kann. So, dafür muss ich hier seitlich aufmachen. Ich drehe es euch mal hin. Und muss Hub und Fernbedienung koppeln. So, ist passiert. Beides leuchtet grün. Jetzt kann ich hier zumachen. Und man sieht so ein bisschen da innen drin grün leuchten. Und jetzt kann ich. Oh, genau, ihr hört es blockieren. Kann ich in eine Richtung diesen ganzen Spaß laufen lassen. Der Motor läuft, aber eben nur, solange ich drücke und nur auf voller Geschwindigkeit. So, also ihr seht da drin, wie sich das dreht. In der Gegenrichtung ist da eine Blockierung eingebaut. Die ist bewusst eingebaut. Das ist nicht so, dass es einfach so blockiert, sondern da ist eine gezielt eingebaute Blockierung und Blockierungsmechanismus, dass sich diese Achse nur in eine Richtung drehen kann. Vermutlich macht es sonst keinen Sinn, weil sonst diese kleinen Technikteile, die die Tasten ja hinten hochheben, die würden vermutlich sonst abbrechen oder wie auch immer. Es macht tatsächlich nur eine Richtung Sinn, deswegen ist es so gelöst. Ja, hier seht ihr es munter da drin sich drehen, nur in einer Geschwindigkeit. So, wenn wir jetzt da die Tastatur einsetzen, das machen wir jetzt mal. Wir schieben die Tastatur da drin rein, setzen wieder hier unseren Rahmen ein. Und schieben die beiden Pins hier unten rein. Das ist nämlich sinnvoll und hilfreich, die da unten reinzuschieben. Dadurch wird alles arretiert und nichts verkantet sich, nichts geht kaputt, nichts bricht ab. Und das funktioniert auch zuverlässig. So, wir lassen mal für den Moment den Deckel weg. So. Jetzt seht ihr, das Ganze hört sich eher an wie so eine Art Kraftwerk oder sowas, aber nicht wie ein Piano, wie ein Konzertflügel. Ihr seht aber, wie sich die Tasten bewegen. Und die bewegen sich natürlich immer alle gleich, weil es da keine Variationen gibt. Das ist quasi eine Nockenwelle, wenn ich mal so frei sein darf, mir das vom Motor borgen darf, diese Technik. Das ist eine Achse mit verschiedenen Elementen dran und das dreht sich immer im gleichen Prinzip, also hier gibt es keine Variation und auch nachher bei der App, die kann auch nichts weiter als diesen Motor mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betreiben. Die kann da nichts anderes klimpern lassen, keine anderen Tasten. Das ist hier technisch, mechanisch nicht anders lösbar. So, also Vollgeschwindigkeit rockt ein bisschen, ist natürlich, hat mit Klavier und Co. nichts zu tun, macht keinen Sinn. So, machen wir wieder aus. Vor allem die Fernbedienung machen wir aus. Und machen mal die Gegenprobe. So, jetzt ist das ganze Ding hoffentlich entkoppelt. Ich hole mal hier mein Handy her und ich habe wie immer die App mir nicht geholt über irgendwelche App Stores und Co., sondern habe mir das als APKX-Datei mit den OBB-Datenbank-Dateien separat runtergeladen. Das geht, ohne sich bei einem App Store anzumelden. Dann habt ihr ein größeres Datenpaket und könnt dann das Ganze nutzen.
So, jetzt muss ich mein Bluetooth anmachen, muss meine App anmachen. Ich bin einfach kein App Store-Fan. Das wissen die Leute unter euch schon, die meine Videos ein bisschen gucken. So, hier ist die Powered Up App. Funktioniert, dann muss man dann in dieser App den Konzertflügel auswählen. So. Muss dann gucken, dass sich das Ganze verbindet. Also ich muss auf meine Box drücken, auf meinen Powered Up Hub. Jetzt zeigt er mir hier an, verbindet er sich? Funktioniert's? Ja, hat funktioniert. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Ich kann anhören und spielen. Wenn ich was anhöre, dann werden einfach Musikstücke hier abgespielt und dazu bewegt sich der Motor. Mehr passiert nicht. Und beim Spielen kann ich hier auf verschiedene Tasten drücken. Das registriert der Bewegungssensor, meldet das zurück und dann höre ich hier auf dem Handy Töne. Aber das hat mit dem Klavier nichts zu tun. Das ist einfach der Bewegungssensor, der ungefähr registriert, welche Taste das ist. Und dann entsprechende Töne, beziehungsweise das stimmt gar nicht. Genau, er registriert gar nicht, welche Taste das ist, sondern er registriert nur, dass irgendeine Taste gedrückt wurde. So war das, genau. Und ihr könnt quasi dann die gleiche Taste 100-mal drücken und spielt dann die Melodie, die ihr spielen wollt. Ja, also es ist einfach nur irgend so ein Gimmick. Wir machen das jetzt mal. Wir hören uns mal ein Stück an. Ich gehe hier auf Anhören und gehe gleich mal auf das erste, auf den Playday von Donny Chen. Hört man was? Also ich höre nichts. Ah, Play, genau. So, jetzt seht ihr, wie sich tatsächlich die Tasten hier bewegen und der Motor sich sehr, sehr langsam dreht. Jetzt machen wir das mal hier leiser, sonst hört ihr nichts anderes mehr. Also, der Motor dreht sich sehr, sehr langsam, die Tasten bewegen sich langsam und das Schöne ist, jetzt bin ich ganz froh, dass das für die Demonstration hier funktioniert. In meinen Testläufen hat es oft eben nicht funktioniert, habe ich euch ja erzählt, es hat blockiert. Und dann gibt es hier immer die Möglichkeit, wenn es blockiert, wie auch immer, wenn man wieder was anderes machen möchte, kann man in der App hier, da, quasi die Mechanik zurücksetzen. Genau, jetzt blockiert es wieder. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gestoppt. Das läuft normal weiter. Ihr hört es fiepsen, die Tasten blockieren. Das ist das, was früher oder später bei mir immer passiert ist. Machen wir mal Stopp und machen hier den Reset. Dann dreht sich nämlich die Mechanik kurz rückwärts, bis alle Tasten wieder ausgerichtet sind. Und ich glaube, das ist hier einfach tatsächlich ein Konstruktionsfehler, weil sich der Motor zu langsam dreht und zu viel Widerstand hat bei dieser geringen Drehgeschwindigkeit. Also, das ist einfach ein Mangel dieser Technik. Ich glaube aber nicht, dass es ein Mangel für dieses Set ist, weil dieses Set in erster Linie dasteht, um angeguckt zu werden. Die wenigsten werden es tatsächlich benutzen, dieses Feature. Deswegen ist es für mich nach einer Wertung auch kein Riesenabzug. Also, es funktioniert wirklich nur sehr bedingt. So, zweite Möglichkeit. Ach so, das haben auch manche bemängelt. Ihr habt hier dieses Notensheet und wenn dieses Stück hier durchläuft, dann läuft er quasi hier. Seht ihr die Noten hüpfen? Wir lassen es mal nochmal laufen. Seht ihr die Noten hüpfen? Genau, und die laufen quasi, läuft immer die erste Seite durch und dann fängt es wieder von vorne an. Also, es gibt hier keinerlei realistischen Bezug zu dem, was man sieht und was man hört. Ja? Also, ich kann jetzt mal hier so ein bisschen diese Mechanik lockern, kann es versuchen, so ein bisschen auseinanderzuziehen, dass die Reibung hier rausgeht und drückt dann hier nochmal auf Play. So, und dann dreht sich es wieder, ja, bis es wieder hängt. Ja? Es hängt einfach immer wieder. Und ja, ist ein Fail, muss man ganz ehrlich sagen. Die Mechanik hier mit dem Handy, mit der App ist tatsächlich ein Fail. Also, andere Variante, wir gehen einmal noch zurück und gucken uns das Spielen an. Beim Spielen. So, hört man jetzt, der hat gerade die Tasten resettet. Ich weiß nicht, ob ich es so gut gehört habe. Ich mache jetzt mal das Handy laut, dass ihr die Töne hört. Also, dann kann ich hier drauf drücken. Passiert was? Oder muss ich vorher? Ach so, ich muss vorher ein Stück auswählen. Genau, hier gibt es verschiedene Stücke. Dann wähle ich mal für Elise aus. So, passiert was? Ja, also. Ich kann natürlich auch andere Tasten drücken. Also ich kann hier so tun, als würde ich irgendwie auf dem Teil spielen und das Handy spielt halt die Melodie. Aber es ist echt witzlos. Tut mir leid. Selbst für Klavierfans es ist das Niveau dieses technischen Gimmicks, dieser App, ist ungefähr das Niveau von Hidden Side. Im Gegensatz zu einem Set und zu einem Symbol, zu einem Teil hier, was das Niveau eines Konzertpianisten oder eines
hoch ausgebildeten Musikers hat. Das passt einfach nicht zusammen. Man hätte hier das irgendwie mehr in Einklang bringen können, weil diese App ist Schrott, tut mir leid. Sie ist was für die Tonne. Wie eigentlich alle Lego-Apps, die es gibt, wie überhaupt eigentlich alle anderen Apps, die es gibt. Ich persönlich bin der Meinung, Apps sind meistens Schrott. Aber das ist einfach, macht keinen Sinn in Kombination mit diesem Kunstwerk, ja, weil das Set ist ein Kunstwerk. Ja? Ein richtig cooles Set, was Spaß macht aufzubauen, was viel kann technisch, was noch mehr hätte können, ja, aber es wird einfach gepaart mit einer App für die Tonne. Ja. Von daher machen wir das ganze Ding mal hier wieder aus. Ich bin ganz froh, dass trotz allem diese App nicht die Möglichkeit zerschießt, das hier noch mit der Fernbedienung zu machen, weil mit der Fernbedienung funktioniert es zumindest so, dass man demonstrieren kann, was die Technik hier drin kann, und das ist zumindest noch ganz witzig. Ihr müsst übrigens für die App, müsst ihr jedes Mal euren Standort und euer Bluetooth ist logisch, aber euren Standort anmachen, was nicht logisch ist. Also da werden wieder Daten abgefischt, ist völlig klar. So, also, so viel dazu. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier noch wichtig. Ich glaube, ich baue mal nochmal hier den Deckel dran. Das ist, wie gesagt, hier eine ganz einfache Lösung über 4 Technik-Pins. Der ist auch sehr stabil. Der ist tatsächlich beim Bauen auch relativ schnell gebaut. Der Rest hat dann doch ein bisschen länger gedauert, aber der Deckel, der geht schnell. Den bauen wir hier wieder drauf. So, also, ihr habt gesehen, was das Klavier kann. Ja, wir machen, glaube ich, hier nochmal den Deckel drauf. Und was es eher nicht kann, ja, so, wir erstellen mal wieder hier die schöne Optik her. So. Also die Kernkompetenz dieses Sets, dieses Modells, ist die Optik. Und das ist auch in Ordnung, das gefällt mir, das ist okay. Von daher ist für mich jetzt das Kritische nicht so ein Problem. Aber ich finde, wenn man so ein Set mit sowas bewirbt, dann ist es schon ein Problem eigentlich für das Argument, so viel Geld auszugeben. Weil zum Beispiel bei der 10277 Lok, der Crocodile Lok, da war es ja so, die Motorisierung war optional und die war... Es war klar, dass die Schrott ist, oder es hat sich dann gezeigt, dass sie Schrott ist. Und hier ist die Motorisierung mit drin und es ist trotzdem Schrott. Also tut mir leid, man kann mit Lego-Technik so tolle Sachen machen, aber das mit dieser Motorisierung und diesem Hub, der ein völlig geschlossenes System ist, diesen Hub könnt ihr vermutlich in ein paar Jahren, wenn es nicht noch ein paar Fernbedienungen gibt, wo ihr es dann zumindest ein bisschen noch nutzen könnt, könnt ihr den Hub wegschmeißen, wenn die App nicht mehr funktioniert. Ja, ohne App geht da nichts mehr. Und theoretisch könnte Lego über die App den Hub unbrauchbar machen. Ja, über die App lässt sich da... Die wird automatisch geupdatet, da wird der Hub geupdatet und ja, dann geht er halt nicht mehr, wenn Lego keinen Bock mehr hat. Ja, also ich bin da vielleicht ein bisschen Verschwörungstheoretiker, aber theoretisch könnten sie dann Verfallsdatum einprogrammieren, das würde keiner merken und irgendwann wäre das Ding kaputt. Für 60 Euro oder sowas, glaube ich, kostet es im Shop. Ja, okay, belassen wir es dabei. So, was kann dieses Set, habe ich euch gezeigt. Was ist positiv? Die Verpackung übrigens ist sehr positiv, sehr schön. Es ist so ein Karton zum Hochziehen, nicht zum Kaputtmachen. Also ist auch ein Karton, wo man es drin schön aufbewahren kann. Die Unterseite wollte ich euch noch zeigen. Genau, die Unterseite ist sehr, sehr hässlich, denn auf der Unterseite seht ihr Tan, Dark Tan, die ganzen Löcher. Ja, ist nicht so schön. Hätte ich schön gefunden, dass man es verkleidet hätte, aber man sieht es normal eh nicht. Von daher ist okay, ist geschenkt. Gut, also. Machen wir hier mal den Sack zu. Positive Dinge habe ich euch gezeigt. Es sieht einfach toll aus. Es ist als Deko-Objekt eigentlich fast nicht zu schlagen, speziell in einem Musikerhaushalt. Man braucht natürlich einen Haufen Zeit, es zu bauen. Die App ist ein echter Negativpunkt. Die schwarze Lackoptik ist natürlich für Fingerabdrücke nicht so ganz optimal. Die sieht man doch sehr, sehr gut. Ihr habt ein paar Wiederholungen beim Bauen, aber je nachdem, wenn man die Zielgruppe einfach ins Auge nimmt, das sind hier Erwachsene und zwar auch Leute, die mit Lego nicht so viel zu tun haben. Es ist eine ähnliche Zielgruppe wie bei der NES, die sich auch an Fans richtet von dem Thema. Also die Klavierfans, die noch wenig mit Lego aufgebaut haben, die können das hier gut aufbauen. Dann ist es gut machbar, auch mit den verschiedenen Techniken, weil ihr einfach die bunten Steine habt. Das ist nicht so schwierig. Ihr habt ein paar Längen drin beim Bauen, eben wenn ihr die ganzen Tasten baut. Oder wenn ihr die ganze Verkleidung baut, da wiederholt sich manches. Aber es ist nicht so schlimm, wie wir es schon gesehen haben. Und die Anleitung ist grenzwertig überdimensioniert. Die App, hatten wir schon, ist Schrott, muss man so sagen. Und die Idee, die Technik hinter diesen, oder die Idee, das in der mit der Technik hier umzusetzen, mit diesen bewegenden Klaviertasten, mit diesem Selbstspielen, sie funktioniert nicht wirklich gut. So, das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was vom Osprey, der eine Viertelstunde lang funktioniert und dann kaputt ist. So, also, wir haben keine Aufkleber, das ist super. Wir haben wenige Prints, das ist auch gut. Und
Wie gesagt, ganz klar, keine Kinder. Mit diesem Set können Kinder nichts anfangen. Vielleicht das ein oder andere Kind, was Musiker ist und sich mit Lego beschäftigt, aber ich würde dieses Set niemandem in die Hände drücken unter 14. Es macht einfach keinen Sinn. Ja, die können damit nicht viel anfangen. So, ja, die paar Wunderkinder unter euch, die haben das jetzt nicht gehört. So, also, das hier ist definitiv ein Kunstwerk aus Legosteinen. Trotz allem, was ich gesagt habe, ist das hier ein wirklich, wirklich schönes, wunderschönes Deko-Objekt. Lego-Set, von dem man, wie schon gesagt, nicht annimmt, dass das hier Lego ist. Und ist bautechnisch jetzt nicht arg anspruchsvoll, macht trotzdem Spaß zu bauen, wenn man einfach die Zeit hat. Tatsächlich wäre hier eine Kurbel noch schön gewesen zum Demonstrieren, wie das geht, wie zum Beispiel bei der NES. Die hat ja eine Kurbel, dann braucht man keinen Motor und da kann man ja den Motor einfach ansetzen. Und hier ist man einfach auf die ganze Technik angewiesen, weil ohne Motor dreht sich da auch drin nichts. Man kann das nicht, man kann den Motor nicht von Hand drehen, der bietet zu viel Widerstand. So, und also das ist für mich einfach ein Konstruktionsfehler mit dem Motor, der ist zu schwach. Es funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. So, kommen wir trotzdem zu einer Wertung von diesem Set. Ich will es jetzt auch nicht verreißen. So, wir stellen mal noch den Klavierhocker mit dazu, der gehört noch dazu, die Fernbedienung gehört nicht dazu. Die Idee, die Originalität dahinter, einen Konzertflügel zu bauen, ist natürlich toll. Ja, es ist super umgesetzt. Es ist umgesetzt aus dem Blickwinkel eines Pianisten. Ja, das muss man hier sagen. Nicht aus dem Blickwinkel eines, in erster Linie eines Lego-Bauers, sondern aus dem Blickwinkel eines Pianisten. Man hat hier das beachtet, was jemand, der ein Klavier als solches zu schätzen weiß, beachten würde. Und hat entsprechend die Lego-Bautechniken angepasst. Also, 4 von 5 Bricks für die Idee, die Originalität. Bauspaß, Bautechnik ist, wie gesagt, wiederholt sich ein bisschen, ist an vielen Stellen einfach nicht originell, hat ein paar Lichtblicke, aber ist trotzdem gut. Also 4 von 5 Bricks, da wäre Luft nach oben gewesen. Optik und Ästhetik, außer Frage, 5 von 5 Bricks. Dieses Set sieht toll aus. Es gibt kaum ein Set, was so gut aussieht, so stilvoll. Das kann man einfach als die größte Stärke dieses Sets betrachten. Preis und Verfügbarkeit, das Ding kostet 350 Euro. Das ist ein Haufen Geld. Ich meine, ihr kriegt auch 3600 oder über 3600 Teile dafür. Das müsst ihr bedenken. Und ihr kriegt diese Technikteile dazu, die einzeln einen Haufen kosten. Das Problem ist nur, ihr könnt diese Technikteile nicht beliebig anders einsetzen, weil sie eben appgebunden sind. Und weil man nicht einfach wie früher die Motoren und so weiter einfach beliebig zusammenstecken kann mit einer freien Steuerung. Das geht hier nicht. Ja, dieser Motor kann nur vorwärts, rückwärts, ohne App, vorwärts, rückwärts, Maximum beschleunigen. Mehr kann der nicht. Und der müsste vor allem die ganze Zeit draufdrücken ohne App. Ansonsten müsste man für die App ein Update haben, was dann euer Modell kann. Von daher ist es so toll, ist es dann auch nicht. Ja, es ist einfach proprietäre Technik, ein geschlossenes System. Das ist Mist. Hat bei Lego eigentlich nichts verloren. So, Preisverfügbarkeit. Es ist verfügbar. Ja, es haben nicht so viele Leute gekauft am Anfang, wie ich gedacht habe. Das wird ein Sammlerstück. Das kann ich euch versprechen. Das wird ungeöffnet in den Lagern stehen und wird im Preis hochgehen. Keine Frage. Definitiv. Das ist eine Geldanlage. Wie viel das hochgeht, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das wird ein bisschen hochgehen. Vielleicht aufs Doppelte. Mehr kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Aber das wird ein paar Jahre dauern. Also, da werden viele Kartons nicht geöffnet werden. Von daher Preisverfügbarkeit 3 von 5 Bricks, weil ihr eben doch viele Steine kriegt. Eine ganze Anzahl dieser Steine kann man auch ausschlachten, gut einsetzen. Gerade dieser ganze Tan-Kram, die ganzen 1x16 Bricks, die sind auch toll. Also da ist schon auch was Gutes drin. Man kann das auch ausschlachten. Aber ich glaube, dass es tatsächlich als Geldanlage besser aufgehoben ist. So, Gesamturteil dieses Sets. Ich hätte ihm gern 5 von 5 Bricks gegeben. Wenn jetzt dieser App-Murks nicht gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Ja, aber ich möchte auch nicht zu viel dafür abziehen, weil es immer noch ein schönes Deko-Objekt ist. Von daher 4 von 5 Bricks. Ja, also so viel dazu. Ich finde, Lego sollte aufhören mit diesen Apps. Das ist kein Gewinn für die Sets. Ist einfach was, auf was wir verzichten können, was mit Lego auch nichts zu tun hat, was wir von Lego nicht erwarten, was Lego auch nicht gut können muss. Ja, sie sollten sich lieber auf das beschränken, konzentrieren, was sie können. Und das ist gute Steine produzieren. Gute Sets können sie seit diesem Jahr schon ein bisschen besser. Aber sie können vor allem gute Steine produzieren. Hoffen wir mal, dass es so bleibt, dass nicht da noch irgendwelche Qualitätsmängel sich einschleichen. Gut, also ich hoffe, das hat euch einen Einblick gegeben zu diesem Set, zu diesem zugegebenermaßen sehr schönen Set, sehr stilvollen Set. Vielleicht gibt es ja demnächst noch ein bisschen anderes in die Richtung. Ich bin schon sehr gespannt, was dieses Jahr noch alles kommt. Ich habe irgendwas gehört von einem Kolosseum. Ich bin sehr neugierig, sehr gespannt. Ich werde es sicherlich hier vorstellen. Es kommt wohl auch was von Harry Potter, was Großes. Ob ich das vorstelle, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Es ist auf jeden Fall groß, dadurch ist es interessant. Gucken wir mal. Und ich werde jetzt erstmal weitermachen mit Super Mario. Denn da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Sachen. Vor allem die Blind Bags, die werde ich mir jetzt dann gleich zur Brust nehmen. Also,
Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, schaut auf meinem Kanal weiter rein. Gebt die Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, lasst das Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Erzählt gerne weiter von dem Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder was Neues gibt auf MaxScout.